Ein tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Aquaterra TV, zu diesem ersten Gecko-Tagebuch hier im Jahre 2021. Ja, der Anlass für dieses Gecko-Tagebuch ist jetzt nicht so sonderlich erfreulich, denn der Luigi war beim Arzt und wir erzählen euch heute mal, wie das so beim Reptilienarzt ist, wie viel das Ganze gekostet hat und was man ein bisschen beachten muss, wenn man halt mit seinem Reptil bzw. halt hier mit dem Leopardgecko zum Arzt geht. Das alles nach dem Intro, also auf geht's. Ein Arztbesuch ist natürlich immer so eine Sache, die man lieber vermeiden möchte. Geht aber nicht immer zu vermeiden. Und was man da halt beachten soll, das sage ich gleich später nochmal. Vorher erstmal zum Gecko-Tagebuch. Das ist ja jetzt, wie gesagt, das erste dieses Jahr. Und ich denke mal, wir werden das jetzt auch hoffentlich hinbekommen, dass wir jetzt häufiger mal ein Gecko-Tagebuch machen. Dann vielleicht nicht nur über die Leopardgeckos, sondern auch hier oben über den Neuzugang bei uns. Der hat sich gerade versteckt. Der ist jetzt noch in seinem Quarantäne-Terrarium hier. Und dem geht es aber soweit ganz gut. Der wird hier schön mit Fruchtmus quasi gefüttert. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das hier für ein Tierchen ist, das hier drin ja jetzt quasi heranwächst. Wie gesagt, dann weitere Videos dazu werden auf jeden Fall folgen. Deswegen vergesst nicht zu abonnieren. Ich warte auch, bis du abonniert hast. Also guck gerne mal unten, da ist ein Abonnieren-Button. Kannst du jetzt mal schnell draufklicken. Sehr gut, dann verpasst auch keine Videos mehr hier zu dem oder zu dem Leopardgeckos oder weiteren Videothemen. Ja, das dann kommt halt auch noch später. Jetzt aber erstmal hier unten zu den Leopardgeckos. Also, erstmal grob, weil es ja jetzt das erste Gecko-Tagebuch ist. Also sie sind gerade aus der Winterruhe wieder rausgekommen. Ich habe jetzt auch hier die Lampen, ihr seht das. Ich habe jetzt 2 von 4 an, damit ich halt langsam wieder an die Temperaturen ja angepasst werden, langsam hochfahren. Hier, die sind aber auch schon wieder ganz agil und krabbeln hier fröhlich durch die Gegend. Der Luigi, der hat uns jetzt aber schon Anfang des Jahres quasi hier ein bisschen Probleme bereitet. Denn es war so, der hatte quasi eine Wunde hier hinten auf dem Rücken. Ich kann ja mal rangehen, dort wo jetzt quasi diese blauen Fäden da sind. Da hatte der eine Wunde und dann hat er sich ab und zu mal gehäutet und dann wurde es halt immer mehr, dieser Huckel. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, wie sich das entwickelt hat. Und ich dachte mir erst so, okay, das wird jetzt wahrscheinlich einfach bloß ja, ein Häutungsproblem sein, jetzt nicht so schlimm. Aber das wurde dann immer fester, das Ganze, der ganze Knäuel dort an dem Tier. Und konnte das dann nicht mehr wirklich mit Anschluss sehen und habe dann einfach mal ein Bild zu einem Tierarzt gesandt, der sich quasi mit Reptilien auskennt. Falls ihr jetzt fragt, hä, ein Tierarzt, der sich mit Reptilien auskennt, ich kenne bloß Tierärzte, die quasi Hund, Katze, Maus behandeln. Ja, das ist richtig, die meisten Tierärzte machen das, deswegen muss man da ein bisschen gucken, ob man nicht einen Reptilien-Tierarzt findet, also einen Tierarzt, der sich auch mit Reptilien auskennt. Am besten dann mal bei Google irgendwie googeln nach Reptilien-Tierarzt irgendwie in seiner Nähe. Oder einfach mal bei verschiedenen Tierärzten, die ihr kennt, ja anrufen, ob die sowas machen, ob die für eure Schlange, Schildkröte, Gecko oder was auch immer dort entsprechende Behandlung haben. Oder ob die euch dann halt weiterleiten können an entsprechende Personen, die das halt machen könnte. Wir haben halt da auch umgefragt, mussten dann 30 Minuten halt im Auto hinfahren, so weit entfernt war das. Haben aber vorher erstmal halt ein Bild von dem, was wir dachten, irgendwie einfach bloß eine Hautaufschürfung quasi war, haben das dahin gemailt und entsprechend haben wir dann auch gleich eine Antwort bekommen, dass wir doch gerne mal vorbeikommen sollten, am besten noch an dem Tag. Gesagt, getan, also ich bin dann sofort mit dem Luigi hin. Wichtig jetzt bei den Reptilien ist es natürlich jetzt gerade in der Jahreszeit hier im Winter oder in den Frühlingsmonaten, wo es jetzt aber noch mal relativ kalt ist, dass man die gut verpackt, sind ja wechselwarme Tiere, also der Kreislauf fällt dann auch runter entsprechend, wenn dann halt kältere Temperaturen sind, deswegen halt gut verpacken. Wir haben dann halt eine Styroporbox genommen, haben dann da den Luigi nochmal in eine andere Box reingesetzt, in diese Styroporbox dann gut abgedämmt, das Ganze auch mit Zeitung und mit Wärmepolster und sind dann mit dem Auto hingefahren, in dem Auto dann halt auch immer die Heizung auf volle Pulle gedreht, sodass da also ja keine Unterkühlung oder sowas stattfindet. Ja, und ich guck dir schon die ganze Zeit. Sind dann halt mit Luigi dahin. Der Arzt hat sich das angeguckt und das hier war das übrigens. Man hat dann gleich festgestellt, dass es nicht so nice ist. Also man sieht hier so diese Haken.
dass man das quasi operieren muss. Also das reicht jetzt nicht, irgendwie dann eine Salbe drauf zu schmieren bei dem entsprechenden Fall hier, sondern das muss halt operiert werden. Dazu war halt der Luigi dann unter Narkose. Wir haben dann halt uns überlegt, wie wir das machen. Der Arzt hat dann halt gemeint, du kannst es gleich hier lassen oder du kommst dann halt später nochmal. Wäre jetzt auch eine Option, also erstmal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber für mich war klar, wenn ich einmal dort bin, dann kann ich gleich auch das machen lassen. Bringt ja auch nichts, wenn es dann irgendwie noch schlimmer wird und dann Luigi noch schlimmere Probleme davonträgt, wenn wir jetzt einfach warten. Deswegen habe ich ihn dann quasi über Nacht dort gelassen und dann konnte der Tierarzt quasi das Ganze rausoperieren. Er hat am Anfang noch gesagt, dass es einfach bloß halt ein Schnitt ist, wo er das halt rausschneidet und dann einfach bloß eine kleine Wunde da ist, die wir dann halt mit Salbe voll salmieren müssen. Natürlich bei so einer Narkose ist es ganz klar, dass da auch, ja, gerade jetzt bei so den kleineren Tieren hier, das Ganze jetzt nicht ohne Komplikationen vonstatten geht. Bedeutet also, natürlich, bei einer Narkose kann man auch sterben, hat er auch so gesagt. Deswegen ist das halt immer so ein mulmiges Gefühl, dann sein Tier dort zu lassen und am nächsten Tag dahin zu fahren. Man macht sich dann halt immer Gedanken. Toi, 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 ist alles gut gegangen. Aber das sollte auch bewusst sein, also wenn ihr da jetzt irgendwie ein Tier ja, in Narkose schickt, wie gesagt, das ist ein sehr geringer Fall, aber es kann halt sein, so dass das dann halt nicht mehr ja, aufwacht. Aber ja. Das lieber so, als quasi, dass es ewig leiden muss. Genau, und das, wie gesagt, ist eigentlich bloß ein ganz geringer Fall. Also, das solltet ihr euch jetzt auch nicht wuschig machen lassen. Ich habe ihn, wie gesagt, dann dort gelassen und habe dann direkt am nächsten Tag auch einen Termin bekommen, wo ich ihn dann wieder abholen konnte. War dann auch dort und dann wurde mir halt dieses Fläschchen hier in die Hand gedrückt. Mit entsprechend dem, was der Arzt da halt ausgeschnitten hat. Und hat halt erzählt, dass das halt hier tatsächlich ein Tumor war. Also nicht einfach bloß eine Haut, also so eine Schürfwunde oder sowas, wo dann einfach ein bisschen Haut drüber gewachsen ist, sondern tatsächlich ein Tumor. Und dass das tatsächlich hier Krebs ist. Hätte ich bei bestem Willen nicht gedacht, also dass das jetzt hier irgendwie Krebs ist. War zum Glück jetzt halt im Anfangsstadium, also das ist jetzt nicht wirklich schlimm, das ist jetzt halt rausgeschnitten, ihm geht es wieder gut. Aber er musste halt wirklich da großflächig das mehr oder weniger rausschneiden, deswegen ist jetzt halt dieser Faden da noch drin, ihr seht's. Aber die Operation hat alles wunderbar geklappt, es klafft jetzt keine Lücke dort, es kommt jetzt nicht irgendwie Blut oder sowas raus. Man soll jetzt halt bloß einmal eine Woche mal ein Bild an den Arzt schicken, quasi wie es dann halt weitergeht und dann so in 2 bis 3 Monaten können auch die Fäden gezogen werden und dann ist alles wieder paletti. Er war ein bisschen mitgenommen danach, als ich ihn abgeholt habe quasi. Da kam er gerade wahrscheinlich aus der Narkose und war noch ein bisschen ruhig. Aber jetzt, wie gesagt, habt ihr ja gerade gesehen, geht es ihm wieder besser. Er muss jetzt erstmal wieder ein bisschen fit werden. Kriegt jetzt immer schön Heuschrecken mit ordentlich Vitaminpulver, damit er schnell wieder auf die Beine kommt. Den beiden Mädels geht es ja ganz gut. Hier sieht man auch am Schwanz. Also die haben hier ordentlich angesetzt. Aber Luigi muss jetzt halt noch ein bisschen, ja, da noch ein bisschen mehr zu fressen bekommen. Und dann ging es natürlich auch an den Preis. Der wurde mir ja schon im Vorfeld gesagt. Und ich dachte so, okay, ich fahre jetzt einfach mal zum Tierarzt hin, in der Hoffnung, dass er mir einfach sagt, okay, hier hast du eine Salbe, die schmierst du drauf und dann ist es wieder gut, weil ich halt dachte, okay, es ist halt eine Hautaufschürfung. Mach's dann aber doch nicht. Und so eine Operation kostet natürlich Geld. Und im Endeffekt habe ich dann tatsächlich dafür 146 Euro bezahlt. Was natürlich dann erstmal, muss man erstmal schlucken, quasi. Für, ja, jetzt blöd gesagt, eine Eidechse. Aber es ist ja ein Haustier und ich habe auch quasi jetzt da keine Sekunde lang gezögert, wie gesagt, weil es geht ja hier quasi um Luigi, der ja auch irgendwie zur Familie gehört und da macht man das dann einfach. Ja, und dementsprechend hat die ganze Operation dann halt hier mit dem Rausschnitt, mit der Übernachtung und halt dem ganzen Narkosezeug und so dann knapp 150 Euro gekostet. Aber das ist auch noch human, sage ich jetzt mal im Vergleich zu, keine Ahnung, einer Hundeoperation habe ich jetzt keinen Vergleichswert, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das deutlich teurer dann ist. Aber ihm geht es jetzt wieder fit, das ist das Wichtigste. Da ist jedes Geld egal. Hauptsache, dem Tierchen geht's gut. Jetzt, wie gesagt, muss noch weiter gepflegt werden. Aber das kriegt man wieder hin. Ich bin wieder aufgepäppelt. Allein wieder lächelt, guck mal hier. Süß. Ja, das war jetzt hier so kurz die Story. Leopardkiko beim Tierarzt.
Falls ihr irgendwelche Fragen habt, vielleicht sogar selber mal irgendwie die Erfahrung gemacht habt, dass ihr mit eurem Reptil oder Amphibien, gibt es ja auch, dass man irgendwie mit seinem Frosch oder sowas mal zum Tierarzt muss, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten gibt es bald wieder Videos hier aus dem Leopardgecko-Terrarium, halt dann ja, weitere Sachen hier zum Leopardgeckos, wie zum Beispiel das Vermehren, weil die sind auch beide wieder schwanger hier, also nicht Luigi. Aber Lea und Luzi sind beide wieder schwanger, also da gibt es auch bald wieder Babys. Also deswegen nicht vergessen zu abonnieren und immer wieder reinzuschalten. Ja, und das war es jetzt aber auch schon mit diesem ersten Gecko-Tagebuch für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was lernen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich immer wieder auf einen Daumen nach oben. Man sieht sich im nächsten Video. Passt auf eure Tiere auf, macht's gut und bis dahin, einen schönen Tag euch noch und ciao. Thank you.